Mit dem richtigen Instinkt zum global führenden Laserspezialisten. Fasziniert vom Phänomen Laser steigt Trumpf in die Lasertechnik ein und stellt die kombinierte Stanz-Lasermaschine vor. Als Strahlquelle dienen zunächst CO2-Laser aus den USA. Ohne seine Arbeit wäre es nicht gegangen. Albert Einstein beweist 1916, dass sich Materie zum Strahlen anregen lässt. Dieser quantenmechanische Vorgang ist die physikalische Grundlage für den Laser, der allerdings erst 1960 erfunden wurde. 19 Jahre später kombinieren schließlich Experten von Trumpf eine Stanzmaschine mit einem CO2-Laser. Doch die Erfolgsgeschichte der Schwaben beginnt schon eher. Die eigentliche Entwicklung von Trumpf ging dann richtig nach dem Krieg los. Natürlich im Wiederaufbau in Deutschland wurden Maschinen aller Art gebraucht und Trumpf hat sich dann spezialisiert auf Maschinen zum Blechtrennen. Und der nächste wesentliche Entwicklungsschritt kam dann durch die Diplomarbeit meines Vaters. Die Grundaufgabe, mit der er sich beschäftigt hat, war die Frage, wie kann ich wiederholbar Blechteile herstellen? Das Konzept, eine Schablone zu benutzen, war auch aus der spannend abhebenden Bearbeitung bekannt, das Kopierfräsen. Und so war die Idee, entlang einer Schablone über eine Koordinatenführung, die das Blech hält, und mit einem konsekutiven Stanzen, dem sogenannten Nibbeln, also Knabbern, sagt man auch auf Deutsch, wiederholbar Blechteile herzustellen. Die Trumatik 20. Sie leitet eine neue Ära ein. Elektronische Steuerungen verdrängen fortan die manuelle Maschinenführung. Doch Trumpf ist schneller als vielen in der Branche klar. Die Blechbearbeitung steht durch die Erfindung des Lasers vor noch größeren Umstellungen. Wir waren bis 1979 die Könige des Nibbelns. Und als der Herr Leibinger erkannt hat, dass der Laser dieses Verfahren angreifen könnte, hat er entschieden, dass wir selbst einen Laser in unsere Maschinen einbauen. Wir haben 1979 die erste Stanzmaschine mit einem Laser auf den Markt gebracht. Sie können jede Kontur mit dem Laser schneiden, ohne dass Sie den Laser verändern müssen oder das Blech in irgendeiner Weise verändern müssen. Der Erfolg ist riesig, doch die Abhängigkeit von anderen Unternehmen durch die Bestückung der eigenen Maschinen mit Fremdlasern ist den Experten bei Trumpf zunehmend ein Dorn im Auge. Das Unternehmen wagt den Schritt und setzt eine eigene Laserentwicklung auf. Eine wegweisende Entscheidung. Viele wichtige Entwicklungen folgen nun. Die erste große bei den Maschinen war, dass man eine Flying Optics Maschine entwickelt hat, bei der es kein Stanzen mehr gab, keine Umformung. Da wurden Bleche auf ein Gitter gelegt und dann mit dem Laser geschnitten. Das ist heute auch das Hauptverfahren, das genutzt wird. 80% der Lasermaschinen sehen so aus. Dann kam das Laserschweißen dazu, Lasermarkieren war wichtige Größe. Ganz wichtig war aber der erste Schritt, nämlich die selbst Eigenentwicklung eines Lasers. Heute kommen die Produkte und Leistungen aus der Fertigungstechnik von Trumpf in nahezu jeder Branche zum Einsatz. So wurden wir Zug um Zug zu einem Schlüsselanbieter für viele Industrien, sei es die Elektronikindustrie, wo wir Laser für beispielsweise die Herstellung von Displays liefern, über die Halbleiterindustrie, wo wir Laser für die Herstellung von Halbleitern liefern, bis zum Flugzeugbau oder Fahrzeugbau, wo Karosserien geschweißt werden, Flugzeuge geschweißt werden, etc. Aktuell gilt ein Augenmerk der Laserforscher der Entwicklung der Ultrakurzpulslaser. Ihre Ergebnisse brachten Trumpf und anderen Experten 2013 den Zukunftspreis des Bundespräsidenten. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Frage, die im Volksmund 3D-Drucken heißt, also Additive Manufacturing Verfahren, wo der Laser das Mittel der Wahl ist. Und zuletzt, wenn man den Medienhype um Industrie 4.0 verfolgt, der sicher übertrieben ist, aber der einen Kern Wahrheit hat, kommt man relativ schnell zum Schluss, dass ein masseloses, beliebig frei im Raum programmierbares Werkzeug, wie der Laser es ist, ein ideales Umsetzungsmittel für Industrie 4.0 ist. Die erste kombinierte Trumpf-Stanz-Lasermaschine und die Entwicklung von Lasertechnik. Wie Trumpf mit dem richtigen Instinkt zum führenden Laserspezialisten wurde, ist für die MM-Redaktion ein echter Meilenstein der Industriegeschichte.